Berlin wurde zum neuen Corona-Risikogebiet erklärt. Am 8. Oktober änderte die Landesregierung im Eilverfahren die Corona-Regelungen für Mecklenburg-Vorpommern. So dürfen Urlauber aus Berlin nicht mehr nach MV einreisen. Die geplanten Urlaube für die Herbstferien müssen gestrichen werden. Auch Tagestouristen dürfen nicht einreisen. Wer sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss jetzt für 2 Wochen in häuslicher Quarantäne. Nur durch 2 negative Corona-Testergebnisse kann die Quarantäne verkürzt werden. Wer sich auf der Durchreise durch Berlin befindet, darf laut Landesregierung nach MV einreisen. Familienbesuche sind nicht erlaubt, ausgenommen sind Mitglieder der Kernfamilie. Berufspendler aus MV dürfen weiterhin zum Arbeiten in Risikogebiete einreisen. Bei Verstößen der Regelungen werden Bußgelder zwischen 50 und 2.000 Euro verhängt.